Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Star Wars Basis Gaming. Wir sind wieder in Padua mit dem Thrawn's Revenge Mod. Spielen hier die Great Emerald Druid und eine gegnerische Flotte ist auf dem Weg nach Lantilius. Das muss ich mal verhindern und die Hutten nerven mich extrem. Deswegen müssen wir mal gucken, ob wir hier Eubrickia, das Suture vielleicht einnehmen können. Wir hatten bei Mintuin geguckt, da wäre es fast machbar gewesen, bei Klatuin auch. Bei Klatuin kam die Flotte dazwischen. Hier ist jetzt eine MC-80 Home-One-Klasse. Werde ich nie im Leben schaffen. Ist die Frage, ob wir Bars Neoman einfach mal mitnehmen mit in diese Flotte. Wie groß ist die Flotte? Das ist nicht groß, das ist sehr schön. Das sollten wir hinbekommen. Und 1100 Credits ist nicht viel. Das Ding ist, bei Lantilius brauchen wir auf jeden Fall eine Tax Collection Agency. Damit wir hier aus den 400, 800 Credits machen und ein bisschen mehr Knete kriegen. Also sind wir nämlich bei 4900 im Zyklus. Wir haben hier, das ist sehr gut, einen Broadside-Kreuzer. Und da müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht wirklich Eubrickia kriegen könnten, das Suture 5, das dann Bimisari sicher ist. Na, nee, dafür müssen wir auch noch Klatuin kriegen. Ach, das ist echt schwierig. Die Great Emerald Druid startet nicht gut, muss ich sagen. Die startet ganz und gar nicht gut. Viel zu viele Fronten, viel zu viele verschiedene Fraktionen, die mich angreifen können. Okay, ihr habt mir geschrieben, dass Pekati Syn eine, wahrscheinlich dieses Unyielding-Fähigkeit hat, die dafür sorgt, dass wir nicht fliehen können. Aber das ist auch eine Schlacht, bei der ich nicht fliehen möchte. Ich vermute, dass die fliehen werden. Deswegen schnell unsere Schüsse hier reinhauen, dass wir das gewinnen, bevor die abhauen. Sehr schön, hat geklappt. Zurück zur Galaxiskarte. Das hätte ich nicht halten können. Das ist sehr schön. Ich habe aber leider noch nicht den... Das muss ich ganz, ganz dringend machen. Hätten wir jetzt den Interdictor-Strike-Kreuzer, könnten wir so viele Helden vernichten. Out-resolven wir, immerhin, viel an Bodeneinheiten vernichtet. Und das zeigt mir aber auch, dass, sobald wir das Geld dafür haben, wir gucken müssen, dass wir dahin kommen. Eubrickia hat eine 27er-Flotte. Das Nervige ist, dass die auf jeden Fall eine Capital Shipyard da drüben... Bimisari schon wieder. Das gibt's doch nicht. Aber Bimisari hat zumindest ein paar Einheiten am Boden. Ich out-resolve mir das jetzt. Und sehe zu, dass wir Eubrickia angreifen. Und hier holen wir uns den Interdictor-Strike-Kreuzer. Und vielleicht noch einen normalen Strike-Kreuzer. Ich bin mir noch... Oh, die haben einen Vontor dazu gekriegt. Das ist nicht gut. Irgendwas ist hier auch wieder abgehauen. Wahrscheinlich Bodeneinheiten, die jetzt hier rüberkommen. Ja, nee. Die wollen nach Klatuin über Bimisari, weil die nicht über Kessel nach Klatuin kommen. Das ist das Problem. Interessant. Interessant. Erstmal gucken wir jetzt, dass wir das hier... Der Vontor ist noch da, aber ein einzelner Vontor wird nicht allzu schwierig sein. Ist die Frage, ob die Bhutana Hunter hinkriegen. Ob die was bei Bhutana Hunter haben, ja oder nein, da bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall schauen wir jetzt mal... What? Wieso? Die Capital Shipyard wäre nicht das Problem gewesen, die Golan 3 auch nicht, aber... Wieso haben die hier eine Validusa? Ich bezweifle, dass wir die erledigen können mit den Schiffen, die wir haben. Ich hatte mich schon auf Eubrickia gefreut. Okay, okay. Gucken wir mal, ob wir bei den Harpanern vorbeischauen können. Ich muss gucken, dass ich einige Planeten einnehme, dass ich keine weiteren Planeten verliere. Deswegen wäre so die Frage, ob wir bei den Bims vorbeischauen. Um hier Bimisari zu retten. Okay, jetzt müssen wir es sowieso am Boden machen. 5 Podwalker. Parella di Rama Bako ist ein Hoodlord. Und diese Dinger hier, Desert Sales Gifts. Das sind nicht die stärksten Einheiten. Oh, ich will es eigentlich nicht. Ich will es eigentlich nicht, aber was will ich machen? Den Harpist Cluster einnehmen, das will ich machen. Das wäre eigentlich echt nett. Weil dann hätten wir bei Telefon keine Angriffspunkte mehr. Harpes wäre sicher. Dann hätten wir nur Galenor, Cheruba und Relefon, was wir verteidigen müssen. Und der Harpes-Cluster bringt eine Menge Knete. Und dann wären die Harpaner auch weg vom Fenster. Eine Fraktion weniger, um die wir uns Sorgen machen müssen. Und eine Fraktion weniger, die hinterher zu Lags auf der Karte führen kann.
Hatte ich mir bei den Hunden ja eigentlich auch gedacht, aber die Hunden scheinen zu gut verteidigt zu sein. Ist die Frage, ob wir die Harpaner einfacher kriegen. Yes, sir. Die AT-RTs holen wir mal zurück. Ready to go. Swamp Speeder ready. Ready to go. On my way. Komm zurück. Hier haben wir immerhin ein paar befreundete Leute. Einer von euch hier irgendwo. Wo ist das Ding? Hier hin. You need us, sir. Ja, da sind die Zivilisten. Machen wir mal hier mal einen Anti-Infanterieturm. Ihr kommt hier lang. Ein Anti-Flugturm hier hin und dann hier eine Repair Station, dass wir da reparieren können. Ihr dürft auf jeden Fall ein bisschen vorfliegen. Und ihr dürft versuchen, das hier einzunehmen. Wo sind wir denn hier da? Kriegen hier ein paar Mercenaries, würde ich hoffen. Assault Squad reporting. Das ist sehr gut. Komm schon, alle bitte. Danke. Kommt hier runter, dass wir vielleicht hier so ein Stückchen lang können. Eine Repair Station hier hin. Hier lang. Und dann gucken wir mal, was da gleich so ankommt. Ihr dürft gleich in die Richtung. Die Landezone gehört uns erstmal, das ist gut. Ihr hier lang. Ihr hier lang. Noch greift mich nirgendwo irgendwer an. Ich würde hier ganz gerne irgendwo noch eine Reparaturstation hinkriegen, dass unsere schweren Einheiten uns hier repariert werden können. Ich sehe noch niemanden. Was ist da? Oh. Ich meine, ich weiß, dass meine... Wow. Oh, die haben Anti-Air-Skift. Das hatte ich nicht gesehen. Aber wir können, glaube ich, abhauen. Heilen die sich selbst? Yo, die machen Self-Repair. Das ist natürlich nicht schlecht. Aber das scheint relativ langsam zu sein, dieses Self-Repair. Wenn wir dieses Anti-Air-Skiff schon mal wegkriegen könnten. Ich glaube, viele von denen hatten die nicht. Das ist sehr nett. Einer von euch darf hier lang. Jetzt euch in Deckung. Das ist sehr gut, dass die diese Landezone nicht haben. Und ihr kommt mal hier hin. Vielleicht kriegen wir da auch noch ein paar interessante Einheiten. Meine Flugeinheiten dürfen wieder mit hier rein. Heilen die sich auch selbst? Auch Self-Healing. Okay, müssen wir kurz da angreifen. Was sind das? Hardguard Rifleman. Das hält sich einigermaßen in Grenzen. Ihr müsst da ein Stück zurückkommen. Das ist natürlich nervig, dass sie jetzt hier den Landeplatz haben. Aber mit dem Reparaturturm kann ich einiges anfangen und hier sind die Anti-Flug-Skills. Solange die hier sind, ist das alles einigermaßen halb so schlimm. Sehr nervig, dass jetzt hier, ich muss hier runter, damit wir da die anderen Söldner kriegen, wollte ich sagen. Meine ganzen AT-RTs dürfen jetzt mal hier auf die Infanterie gehen, solange die nicht großartig Anti-Fahrzeuge oder so haben. Ah, das ist mies, dass sie jetzt auch da unten sind. Aber solange ich hier einigermaßen gegen die Infanterie ankomme, ihr dürft gerne hier langkommen. Ja, ihr müsst kämpfen. Oh, oh, oh. Jetzt will ich alle meine Flugeinheiten. Haut da ab, bitte. Oh nein, habe ich jetzt... Oh, das ist nicht gut. Diese Podwalker, die jetzt hier das... Ist natürlich mies, dass die das jetzt machen, wo meine AT-RTs hier ankommen. Nehmt euch diese Podwalker, die sind viel zu gefährlich für euch. Jetzt überrennen die mich. Ihr greift hier an. Oh, das sind schlechte Söldner. Das sind sehr schlechte Söldner. Ihr haut hier lang ab.
Roger that. Wo wollen die Bomber lang? Okay, ja, da sind sowieso keine meiner Einheiten mehr. Du wirst jetzt vernichtet. Nein, du kannst deine Schilde wiederholen. Mach das mal. Ihr greift hier an, ihr verteidigt das. Angriff. Ihr dürft hier angreifen. Ach komm, so viele Einheiten können die doch gar nicht haben. Du, ihr alle kommt hier lang. Oh mein Gott, wie viele Podwalker hatten die? Der ist auch vernichtet. Ihr fliegt mal hier lang und greift die an da drüben. Ihr setzt euch in Deckung. Oh nein, das sind diese Antiflugdinger, oder? Das sind die Antiflugskiffs? Ja, das sind die Antiflugskiffs. Immerhin greifen jetzt hier die richtigen Leute, die Podwalker, an. Ihr dürft gerne hier mit drauf gehen auf die Airhooks. Ihr dürft hier drauf gehen. Podwalker da sind relativ schlecht. Meine Einheiten. Ihr dürft gerne hier weiter drauf gehen. Okay, AT-ATs. Rennt auf die Podwalker drauf. Oh, mit einem Schuss werden die vernichtet. Ich dachte, wenn wir da nah genug drankommen, können wir die vielleicht... Naja, keine Chance. Sind die AT-ATs tot, schade. Ich habe ein bisschen Angst, dass meine Flugeinheiten da auch nicht großartig viel machen können. Ah, perfekt. Der Podwalker ist Schrott. Dann kommt hier runter. Helft damit. Nur das Gefühl, dass das hier nicht gut ausgehen wird. Ganz und gar nicht gut. Oh nein. Das ist ebenfalls nicht gut. Oh oh. Greift ihr an, greift ihr an. Jetzt sind hier die... Kommt schon. Ihr seid so starke Einheiten, greift diese Podwalker an. Danke. Nummer 1 ist Schrott. Nummer 2 ist Schrott. Du haust ab. Ihr müsst erst hier die Hunden erledigen. Sind echt gute Söldner, die ich hier habe. Aber ich glaube, das werden wir nicht schaffen. Schön, dass wir die Podwalker hier erledigt hatten, aber da unten immerhin eine Sache, die dann gut gelaufen ist. Aber meine Flugeinheiten werden jetzt hier auch vernichtet. Könntet ihr vielleicht jetzt mal einfach fliehen? Ich habe genügend von euch ausgelöscht, habe ich das Gefühl. Ja, vielleicht schaffen wir das doch noch. Oha! Das ist nicht schlecht. Das ist gar nicht schlecht, dass wir diese Landezone jetzt haben. Ihr dürft gerne hier langkommen. Hier greift die jetzt... Oh, greift die Podwalker an. Oh, jetzt sind sie... Wie viele von denen hatten die denn? Greift diesen Podwalker an. Wenigstens ein, zwei noch vernichten. Ach, hier hätte ich auch Zivilisten. Das hatte ich gar nicht gesehen. Der Podwalker ist weg, aber... Oh Mann, ich will den Planeten hier nicht verlieren. Ja, jetzt haben sie hier... Aber keine Chance mehr. Das Einzige, was wir machen könnten, wäre all unsere Credits ausgeben. Und ihr dürft nochmal hier auf die Infanterie gehen, um hier Bunker zu holen. Das könnte noch einigermaßen helfen. Nehmt den Podwalker, der alleine kann euch nichts. Sehr schön. Okay, wir haben noch die Fahrzeuge hier. Wie viele kommen denn da raus? Okay, insgesamt 6. Die halten wir dann jetzt auch aufgebraucht, die 6, die wir haben. Greift zurück an. Wenn jetzt hier einzeln alle kommen und wir dann noch den Reparaturturm haben. Ich war kurz davor, Auto zu resolven, aber die Landezone hier haben wir jetzt auch. Wie sieht das hier aus? Was kriegen wir da? Oder ist es schon... Nee, Assault Gear und Speeder müssten wir da eigentlich kriegen. Das ist cool. Dann hier lang gucken, ob die da einen Bunker haben. Haben sie natürlich. Die Podwalker vernichten. Ihr dürft gerne alle hier lang. Oh mein Gott, sie fliehen noch. Puh, das war knapp. Das war knapp. Ich habe sehr viel verloren, aber die dafür
noch deutlich, deutlich mehr. Ja. So eine Artillerie kann eigentlich nie schaden. Die hätte ich, um ehrlich zu sein, gerne auf jedem meiner Planeten. Ich habe nur nicht genügend Geld dafür. Aber es sieht mir nicht danach aus, als ob ich die Brickyard kriegen würde und Klatu ihn auch nicht. Deswegen ist Bimisari auf jeden Fall ein Planet, der härter verteidigt werden muss. Das ist die Flotte, die von Eubrickia zurückkommt. Geh mal nach Tirophon. Geh mal gucken. Geh mal gucken, was da los ist. Wie sieht's bei Lantilius aus? Oh, das dauert aber auch so lange. 126er Flotte. Und das Ding, was dafür sorgt, dass wir nicht fliehen können. Das ist natürlich ein Klopper. Das ist ein ganz schöner Klopper, aber irgendwo muss man ja anfangen, ne? Ich werde da mal rein gehen, mal einmal versuchen, da reinzukommen und gucken. Das sind 127. Immerhin ein paar Helden. Aber Schlachtrache? Schlachtrache? Oh Gott. Interdiction Mines kann die legen. Oh Mann, ein Coronal Fleet Tender. Genauso wie auch der. Insgesamt ist es nicht allzu viel. Die Frage ist, was die an Raumstationen haben. Wenn die natürlich irgendwas haben, wo 50 Schlachtdrachen rauskommen und eine Validusa. Weil ich gar nicht weiß, ob die eine Validusa haben können, aber trotzdem. Wenn die irgendwas in die Richtung haben. Eine Meridian 3, eine Meridian 4 und hier ein Schlachtdrache kommt da raus. Die Sache ist, die Flotte, die die allerdings hier haben, ist nicht riesig. Ich muss das Risiko eingehen und hoffen, dass wir Meridian 3 und Meridian 4 hingekommen. Deswegen setze ich auch Picati Sin ein. Ich muss hier all in gehen. Hoffen, dass wir die rausziehen können und... Oh, das habe ich nicht bedacht, dass die das haben können. Mal gucken, vielleicht können wir sie ja rauslocken in irgendeiner Art und Weise. Die Ionenkanone wird nicht unendlich feuern. Oh Gott, da kriegen die auch Schiffe raus. Eine Stellar Frigate, einen Beta Cruiser, eine beide am Korvette. Das habe ich vergessen, dass die hier auch noch voll viele Einheiten rauskriegen. Komm schon. Yes. Ah, das ist jetzt mies mit der Ionenkanone, aber vielleicht ist es genau das... Genau der Abstand, den wir brauchen, um hier gleich auch wieder einsatzbereit zu sein. Auf jeden Fall hier rein. Und dann geht auf diese Charuba-Fregatte. Wir nehmen auf jeden Fall euch beide mit rein. Und... Dich schon mal. Ich will meine Strike-Kreuzer einsetzen und ich will auch den Broadside-Kreuzer einsetzen. Allerdings erst, wenn ich weiß, dass der nicht von Jägern und Bombern vernichtet wird. Du darfst hier drauf gehen. Und ihr beiden dürft euch den ersten Schlachtdrachen nehmen. Ich weiß nicht, ob ich später Allegiance-Klasse-Schiffe bauen kann, deswegen muss ich hier auf jeden Fall aufpassen mit dem Allegiance, den ich habe. Aber die Cheruba müsste gleich vernichtet sein. Mach mal deinen Fanaticism, dass wir ein bisschen härter kämpfen. Du auf jeden Fall hier auf Allison Gray und du auch auf Allison Gray. Mit euch beiden geht ihr auch auf Allison Gray. Okay, ihr nehmt scheinbar diese Corvette da zuerst. Okay, der scheint irgendwie weiter vorne zu sein. Du greifst da an, das ist sehr gut. Dann, wo die meisten Jäger weg... Nee, nicht dich, ich brauche mich gerade absolut nicht. Eins, zwei, drei und den Broadside-Kreuzer nehmen wir hier mit rein. Beide Karaks mit dazu und den Tartan, den Jäger. Schon. Vernichtet ihr das? Ihr drei? Hallo. Das ist nicht gut, dass es dem schon so schlecht geht. Broadside darf bitte auch hier drauf. Sobald wir die Schlachtdrachen weg haben, wird es, glaube ich, besser, was das angeht. Die ganze Zeit noch geheilt, ey, das gibt's nicht.
Greif den an hier. Ihr seid dadurch. Nimm dir die. Was mit dir? Yes, das ist gut. Ihr drei. Volle Feuerkraft. Schon. Kriegst du den Beta-Cruiser hier hin? Ionenkanone feuert, worauf auch immer, auf den Sector. Okay, der scheint gerade etwas stärker zu sein. Du darfst gerne noch hier hin. Mein Tartan. Auch immer der ist. Achso, mein Jäger sollte ich vielleicht auch mal einsetzen, wirklich. Oh mein Gott, die beiden Karax, die dürfen auch hier drüben drauf. Du darfst hier drüben drauf. Du darfst gerne den Neutron Cruiser hier angreifen. Du hier drauf. Okay, dann nehmt euch den Nova Cruiser, wenn er unbedingt zuerst weg muss. Das Problem ist diese Fleet Tender hier drüben. Mach nochmal deinen. Oh, das hat ihm ordentlich viel gezogen. Hier werde ich jetzt wahrscheinlich das ein oder andere Schiff verlieren. Was schade ist, aber dagegen kann ich dann nicht viel machen. Wir müssen einfach irgendwie durchkommen. Und solange es kein Held ist und kein absolut großes Schiff, sondern Victory, ist schon schade, wenn wir den verlieren. Oh mein Gott, warum bist du so weit hinten? Warum bist du so weit hinten? Oh, oh, oh. Erlaube mir hier einige Patzer, die ich mir nicht erlauben sollte. Da drauf gehen, dann geht hier drauf. Aber die Feuerkraft von denen wird weniger, was sehr nett ist. Klar, da drüben kommt nochmal ein Schlachtdrache, der da hinten gespawnt ist. Wir spawnen auch noch Nova Cruiser und so, aber es wird deutlich, deutlich weniger. Und noch habe ich, glaube ich, kein Schiff verloren. Zumindest nicht, dass ich es irgendwo erkennen könnte. Und ich glaube, diese Strategie mit den Strike-Kreuzern zusätzlich ist gar nicht schlecht. Hier drauf, ihr alle auf diesen Coronal Fleet Tender. Und dann, sobald der einigermaßen verloren hat, müssen wir auf den... auf ihn hier gehen. Du bleibst stehen, du hast fast nichts mehr. Greif hier an, du hier angreifen. Vernichtest den Fleet Tender und ihr kommt gerne ein Stückchen weiter vor. Du kommst ein Stückchen weiter vor, die Strike-Kreuzer greifen hier an. Greifst hier an. Und damit sieht das gar nicht so schlecht aus. Jetzt können wir sogar ein bisschen auf Zeit spielen. Noch einen Schlachtdrachen werden die, glaube ich, nicht kriegen. Ja, vielleicht noch einen Nova Cruiser oder so, aber da drüben sind auch Nova Cruiser, die ich vernichten kann. Oh, nicht so nah rein hier. Ihr dürft gerne hier drauf gehen. Du darfst hier drauf gehen. Die größeren Schiffe, die die haben, werden vernichtet. Jetzt haben die nur noch so Anti-Jäger-Schiffe gleich. Und Jäger. Die Jäger kann ich mit meinen eigenen Jägern abfangen. Und damit müssten wir einigermaßen... einigermaßen sicher sein. Jetzt warten wir ein bisschen den Angriff der Jäger und Bomber hier ab. Dass das auseinandergenommen wird. Und dann ist die Frage, wo ist unser... Nordzeitkreuzer. Der darf gerne schon mal da drüben angreifen. Ich weiß nicht, wie weit er dafür fliegen muss. Du kommst ein Stück nach vorne, du kommst ein Stück nach vorne, du kommst ein Stück nach vorne. Aber wenn er außerhalb der Reichweite angreifen kann, von dieser Raumstation, kann der schon mal schön die Schilde davon runternehmen. Ohne dass er selbst Probleme bekommen würde. Ja, du bleibst jetzt mal stehen, nicht, dass hier irgendwo was anderes ist. Ihr beschützt den. Wo sind die Karaks? Die dürfen weiter nach vorne. Der Tartan darf sich gerne mal ihn hier vornehmen. Oh oh. Ich will den nicht verlieren, den Victory. Du darfst auf jeden Fall mal in die Richtung. Du darfst in die Richtung. Und kann der Broadside hier drauf schießen jetzt? Du hast noch schön viele Schilde. Du fliegst jetzt mal nach vorne. Das ist der von uns, der noch am meisten Schilde hat. Und ihr greift jetzt mal alle hier auf die Strike-Kreuzer. Alle hier drüben angreifen. Und das ist sehr schön, dass die Raketen hier eintreffen. Diese Meridian 4 da drüben, vor der müssen wir uns noch in Acht nehmen, aber ansonsten... alle Jäger und Bomber, die ich habe, schicke ich jetzt auch hier drauf.
Die anderen Jäger können hoffentlich einigermaßen abgefangen werden. Und jetzt können wir sehen hier, unsere Flotte nimmt ganz schön Schaden. Über den Victory, da mache ich mir ein bisschen Sorgen. Um den Victory, nicht über den Victory. Du bleibst jetzt stehen, hoffentlich gehen die hauptsächlich jetzt nur noch auf dich. Du darfst schon mal auf die Meridian 4. Bruder. What? Die Ionenkanone hat... Okay, das hat ihn vielleicht nur gestreift. Ich dachte schon, die gehen doch nicht auf den Broadside-Kreuzer da drüben, oder? Aber das ist ein großes Uff, dass jetzt hier noch der Victory-Sternzerstörer so krass angegriffen wird. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Greift da bitte an. Wo sind meine Strike-Kreuzer? Hier auch. Maximale Feuerkraft. Auf die Ionenkanone und anderen Waffen hier. Du gehst da drauf, Picatissin. Die ganze Flotte nimmt Schaden, aber bisher ist kein einziges Schiff vernichtet, wenn ich es richtig sehe. Nicht ein einziges. Und wenn das so bleibt, dann haben wir hier einen riesigen Sieg davon geschlagen. Schon, die ganzen Waffensysteme da müssen weg. Und ich glaube, das sieht gut aus. Ich glaube, das sieht sehr gut aus. Kann der Broadside hier auch noch drauf schießen? Ihr drei dürftet schon mal hier drauf gehen. Dass da keine bösen Überraschungen mehr kommen. Greift hier an. Da müssten die Strike-Kreuzer auch dazu in der Lage sein. Die kleinen Anti-Jäger-Schiffe da drüben, die sind noch sehr nervig, was meine Jäger angeht. Diese beide am Korvetten. Oh wow, die Strike-Kreuzer haben es da drüben geschafft. Und damit müsste der Luftraum bei Telefon erstmal uns gehören. Und das ohne Verluste, das ist schon wirklich krass. Er kommt, unsere Jäger kriegen das hin. Weg damit. Bringen die Strike-Kreuzer auch Jäger mit? Das ist sehr schön, die bringen Parteijäger mit. Wie sieht das mit den Karaks aber nicht, oder? Was mit dem Broadside-Kreuzer? Bringt der irgendwas mit? Der bringt nichts mit. Was mit dir? Pursuit Lightcruiser bringt einen Jäger mit. Karaks bringt irgendwas mit. Oh, einen halben Jäger. Der Luftraum über Telefon gehört uns. Das ist sehr gut. Lass uns mal kurz gucken, wie es bei Harpes aussieht. 214er Flotte, Redifon. 78er Flotte. 80er Flotte. Das ist gut, das ist sehr gut. Harpes ist ein Problem, alles andere sieht sehr einfach aus. Wenn wir jetzt hier unsere Einheiten von Kashyyyk, nein, von Lentilius darüber holen können und vielleicht hier noch von Thanos, könnte das einigermaßen gehen. Lasst uns hier bei Kashyyyk auf jeden Fall nochmal eine Heavy Artillery Platform holen. Und eigentlich würde ich ganz gerne eine Tax Collection Agency, aber weil die Beliebtheit hier schon so niedrig ist, werde ich das nicht machen. Hier nochmal Sonding. Und hier bei Thanos nochmal ein Strike-Kreuzer. Das gefällt mir sehr mit den vielen Strike-Kreuzern, die wir haben. Und dann müssen wir unsere Bodeneinheiten von Lentilius nach Tirifon holen, in der Hoffnung, dass wir das in irgendeiner Art und Weise hinbekommen. Und sonst nicht hier von den Mandalorianern oder von Oberon Sky aus angegriffen werden. Oh, bei Bemisari ist Unrest erhöht worden. Das ist nicht gut. Da müssen wir mal gucken, dass wir in irgendeiner Art und Weise uns beliebter machen hier. Kostet aber auch 250 Credits. Was bringt uns denn hier? Die Tax Collection Agency bringt uns gerade mal 200 Credits. Ist die Frage, ob sich das bei Bemisari so halten lässt oder nicht. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. Aber ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr war es das für heute. Ich hoffe, euch hat das ganz gefallen. Wenn es das hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und damit euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.